bei der Versorgung mit Wischwasser an Front- und Heckscheibe hat sich auch einiges getan. Das ist zum Beispiel jetzt hier die Ausführung einer Wischwasserpumpe von früher. Die alten 1600er und die ersten 1,7er waren die, also die Pumpe von oben in den Behälter gesteckt, Motor außenliegend und dann hier mit so einer langen Welle unten der Pumpenkörper und etwas moderner. Jetzt hier heutzutage so eine kleine Pumpe, die wird einfach auch von außen eingesteckt, hier unten in die Gummidichtung und dann ist hier der Abgang zum Schlauch. Das zum Beispiel hier, also die hatten früher so manchmal ihre Probleme. Lange nicht genommen, sind die manchmal die Wellen festgegangen oder die Motoren wurden dann schwergängig. Da gibt es Ersatzteile dafür, also nur hier oben das Teil. Und das zum Beispiel jetzt hier ist ein unbenutzter. Und wie ich gerade feststellen musste, der steckte im Behälter drin, der dazugehört, ist hier schon der Kunststoff aufgebrochen. Also Kunststoff und unsere Freunde in der UdSSR. Oder wie auch immer das heutzutage dort heißt. Das kennen die Russen einfach nicht. Kunststoff, Gummi, das beherrschen sie nicht, sondern nicht gut. Das ist ein bisschen ärgerlich. Deswegen gab es auch schon früher solche Basteleien hier, weil einfach, wenn das hier unten nicht dicht ist, ist dann die Effizienz nicht allzu toll. Die ist so schon nicht toll, die Effizienz mit der Wasserförderung. Da gibt es dann hier solche Spachtel- oder Verschmier- und Verklebeaktionen, um ein bisschen Wasser auf die Scheibe zu bekommen. Und zu den unterschiedlichen Pumpen gibt es natürlich auch unterschiedliche Behälter. Das hat mal so angefangen, so ein großer doppelter Behälter. Je nach Ausführung war dann halt Frontscheibe und Einwerfer Wischerwasser. Also früher hatten die Scheinwerfer vorne noch eine Spritzdüse und auch einen Wischerarm. Und dann gab es ja die Sonderausstattung mit Heckscheibenwischer. Da hat man dann halt so einen Behälter, der war immer rechts. Da im Bereich auf dem rechten Kotflügel und dann hat man einfach links dann noch so einen kleinen Behälter dazugestellt für das Heckwischwasser an der Heckscheibe. Also das gab es so in verschiedensten Varianten. Bei den alten Autos ist es immer ein bisschen schwierig. Da weiß man nicht, ist es so ausgeliefert worden oder gab es da schon Basteleien. Also Frontscheibe, Scheinwerfer und Heckscheibe. Das hat man natürlich dann mal später ein bisschen modernisiert. Die 1,7er hatten dann nicht diesen Behälter für das Heckwischwasser im Motorraum, sondern die hatten dann im Bürzel hinten links, in der hinteren linken Arschbacke, so einen kleinen Behälter. Da schaute halt hier aus der Verkleidung raus. Dann schon mit so einem modernen Motor, wurde mit so einem Metallbügel praktisch da festgemacht. Und hier gab es auch so, oder gibt es Unterschiede. Immer sitzt der Pumpenmotor gerade, immer sitzt er so ein bisschen schräg, was auch immer das dann besser machen soll. Und auch im Motorraum hat sich etwas getan. Das sind jetzt so, ist das überhaupt ein russischer? Ja, also 21, 21, 3, also die etwas neueren, das sind jetzt so diese Behälter für vorn. Die hatten dann sogar normalerweise hier ein Sieb, das liegt jetzt hier drinnen. Kann ich euch auch sagen, warum. Der Kunststoff, das ist jetzt praktisch der jüngste. Hört ihr das? Und der ist auch hierhin schon kaputt. Das ist hier schon undicht. Kunststoff. Das beherrschen sie nicht, unsere Freunde. Der kann also in die Tonne. Motor kann man nochmal nehmen. Hier unten ist auch schon die Gummidichtung gerissen. Also so ein Behälter wird immer leer laufen, weil das hier dann nicht mal in Ordnung ist. Das ist dröde und es passt auch viel weniger rein als in die großen früher. Und natürlich gab es da noch verschiedene Befestigungsmöglichkeiten. Also die Behälter hier, das ist Motorhaubenaufsteller, die werden einfach hier so reingeschoben, rasten die so ein bisschen ein. Das ist jetzt so der, das ist schon ein bisschen verbogen. Das ist also die neuere Variante, die gab es auch dann zum Beispiel hier Single Pointer. Mit so einem separaten Haltebügel, als die Motorhaubenaufsteller noch so eine Stange hatten, die dann im Motorraum verschwand. Mit so einem separaten Aufsteller auf dem Kotflügel. Und der gehört da nicht dazu. Ich habe zumindest in meinem Sammelsurium jetzt keinen Behälter gefunden, der so festgemacht wurde. Oftmals findet man ja in Gebrauchten nie was dann Wischwasserbehälter inklusive Pumpe von Fremdherstellern, einfach um mehr Wasserdruck an der Wischerdüse zu erzeugen. So, dann haben wir ja eben die
Tatsache, dass das hier sich, dass das mechanisch nicht wirklich belastbar ist. Hier sind wir jetzt schon durch. Der neue Kram ist deutlich, aber auch hier früher kaputt. Das ist auch irgendwie, das ist extrem ausgehärtet. Da ist vielleicht mal über die Jahre, hier war ja irgendwas dran, sieht aus wie Farbe, Sprühnebel. Weniger schön. Und andererseits haben wir hier einen Behälter, das ist genauso alt oder vielleicht sogar noch älter, da war auch irgendwas drin, Gottes Willen, ich will es gar nicht wissen. Und in allen Bereichen noch wunderbar elastisch. Die Ecken waren immer so abgerundet. Also da gab es auch wieder unterschiedliche Chargen. Beziehungsweise hat der Kunststoff halt dann da auf irgendwas reagiert und ist brüchig geworden. So, kleine Übersicht, Scheiben, Fischwasserbehälter, inhaltsmäßig hat sich da einiges getan und pumpenleistungstechnisch natürlich auch.